Moin, du bist auf Gunner Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute schauen wir uns das Tarp an und wie man in einer solchen Winterlandschaft trotzdem mit einem Tarp gut zurechtkommt. Viel Spaß mit dem Video. Ja, das Tarp ist eines der wahrscheinlich vielseitigsten Ausrüstungsgegenstände, die es überhaupt nur gibt, denn man kann es auf etliche unterschiedliche Arten und Weisen aufbauen und in verschiedensten Wetterlagen mit verschiedenen Aufbauarten sich es gemütlich machen darunter. Wir schauen uns also heute an, wie man überhaupt ein Tarp so aufbaut, als kleinen Anfängertipp, und schauen dann weiter, wie man fortgeschritten welche Aufbauvariante am besten für welches Wetter hernimmt. Da kann bestimmt jeder noch was lernen und ich bin dankbar für jeden Tipp, den ich nicht erwähne, dem mir unten in die Kommentare reingeschrieben wird. Fangen wir an mit dem wohl klassischsten Shelter überhaupt, und zwar das Lean-To-Shelter. Da, wo der Rücken schön hinten abgeschlossen ist und man nach vorne eine große freie Fläche hat, um dort sich drunter setzen zu können. Hierfür braucht man mit am wenigsten ein meist 2x2 Meter Tarp, 3x2 Meter ist besser, reicht dafür aus. Natürlich etwas Paracord, man braucht sogar nur zwei Heringe, ja. Man kann aber auch mit mehr abspannen, je nachdem wie sturmfest man das machen möchte, und kann sich dann einfach darunter setzen. Diese Aufbauvariante ist die wahrscheinlich am meisten genutzte, wenn man sich überall mal umguckt, auf Outdoor-Treffen und ähnlichen, die Menschen am meisten benutzen, einfach weil es gemütlich ist, sich darunter zu setzen, einfach aufzubauen und man kann dann schön rausgucken. Ja. Ich würde diese Aufbauvariante aber immer ein bisschen abhängig machen vom Wind. Denn man hat hier eine sehr große offene Front, die natürlich dazu einlädt, bei sehr starkem Seitenregen und ähnlichen dort natürlich schön drunter zu wehen und natürlich auch noch den Regen reinzutreiben. Ja. Das ist so eine Sache, also bei sehr starkem Wetter würde ich mal überlegen, ob man da vielleicht eine andere Aufbauvariante nimmt. Da kommen wir gleich zu. Das ist auf jeden Fall für mich eine Schönwettervariante mit am meisten Blick auf die Natur. Schön zum Kochen im Sommer, vielleicht einen milden Herbst oder einen milden Frühling. Die zweite Aufbauvariante ist das klassische Dach. Wir haben also eine Mittelspannleine, die nicht durchgehen muss, aber in der Mitte vom Tarp angebracht ist und die beiden Seiten nach unten fallen lässt. Ja. So dass wir eine Art Dachkonstruktion kriegen. Und je nachdem, wie hoch oder tief wir das abspannen, können wir natürlich bestimmen, ob wir drunter im Liegen nach außen durchgucken wollen, ob wie viel Wind durchkommt und ähnliches. Diese Variante finde ich zum Beispiel für Trekking und längeres Camping deutlich angenehmer, denn man hat hier mehr Blickschutz, ein bisschen mehr Privatsphäre, man kann trotzdem noch rausgucken und man hat deutlich mehr Schutz vor Seitenwinden, vor Regen und ähnlichen. Für diese Aufbauvariante ist es besser, ein größeres Tarp zu haben. 3x3 Meter empfiehlt sich da schon und man braucht deutlich mehr Heringe und mehr Schnur, um es abzuspannen. Davon gibt es natürlich noch zwei weitere Varianten, die mir bekannt sind. Unter anderem, dass man die eine Seite mit Flöcken den Tag über so ein bisschen hochhebt und dann abspannt wieder. Ja, dann hat man so einen ähnlichen großen Vorderbereich über einem Lean-To-Shelter. Das kennt ihr vielleicht von Markisen und ähnlichen, diesen Aufbau. Oder man hat ein so großes Tarp mit Seitenwänden, die abgeklappt werden können an den Seiten. So eins habe ich noch nicht. Damit kann man aber dann wieder sozusagen ein richtiges Zelt erzeugen, wenn man das möchte. Man hat dort einfach am meisten Platz, um abends nochmal ein bisschen sich zu bewegen, ja, von links nach rechts, um darunter zu kochen und ähnliches. Ja. Ein richtig großer Aufbau, fast ein bisschen wie ein Zelt. Ja, die dritte Aufbauvariante ist die, die ich verwende, wenn das Wetter richtig, richtig scheiße ist. Also wenn man wirklich von allen Seiten Schnee, Regen, Wind und sonst irgendwas hat. Das ist die Variante, die am unbequemsten ist, um dort drunter sich aufzuhalten, die einen aber am meisten schützt vor Wind und vor Regen. Wie ihr sehen könnt, wird nur eine einzige Schnur, eine einzige Seite vom Tarp abgespannt am Baum und alle anderen Punkte werden tief am Boden verankert und dort reingetrieben mit Heringen. Wenn man natürlich noch mehr Abspannpunkte hat, kann man noch mehr Heringe reinmachen, um wirklich eine hundertprozentige Widerstandsfähigkeit gegen den Wind zu gewähren. Aber ich sag mal so, mit diesem einfachen Aufbau geht das auch relativ einfach so. Man muss dann natürlich ein bisschen reinkriechen. Es ist wie gesagt eher dann mit dem Biwaksack zusammen. Ja, da passt kein Zelt mehr drunter und es ist auch nicht gemütlich. Es ist also tatsächlich eher eine Art Notaufbau, wenn man halt nur eine Nacht jetzt mal schnell sich vor dem Wind und Wetter richtig gut schützen möchte, wenn es halt wirklich, wirklich windig ist, ja, und man nicht mit einem Dach, das sehr tief und sehr stark abgespannt ist, zurechtkommt. Natürlich gibt es noch etliche weitere Varianten, zum Beispiel speziell für
Hängematten zugeschnittene Tarps und ähnliches. Tarps, die an einer Seite eine ausgefranste Stelle haben, um dieses und jenes drunter stellen zu können und. Dem Tarp oder der Plane allgemein ist somit keine Grenze gesetzt und wenn man sich gut mit ihr auskennt, man weiß die verschiedenen Aufbauarten, dann kann man damit sehr viel machen, zum Beispiel auch mal in einer Survival- oder Notsituation. Ja? Das ist ein gutes, grundlegendes Wissen, sowohl für Survivalisten als auch Trekker, als auch Bushcrafter, das jeder Anfänger haben sollte. Wenn du dein Tarp noch auf unterschiedliche Arten aufspannst, als die, die ich jetzt gezeigt habe, dann schreib sie doch gerne in die Kommentare und warum das eine gute Aufbauvariante, zum Beispiel auch für einen Anfänger ist oder für die anderen Leute, die diese Aufbauvariante noch nicht kennen. Links zu den Tarps, die ich benutze, sowie Schnur etc. findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Dort gibt es wie immer eine Ausrüstungsliste von allem, was ich benutze. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keine Tipps und Tourenvideos mehr und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.